Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sind Sie manchmal ärgerlich? Haben Sie manchmal Zorn? Haben Sie manchmal Wutausbrüche? Und wenn das geschieht, wie verhalten Sie sich? Es gibt diese Idee des Ärgermanagements. Und vielfach wird Ihnen dann dort etwas gesagt, wie Sie sich verhalten sollen, aber wie wir heute sehen werden, ist dies in den meisten Fällen kein guter Rat. In der Zukunft werde ich über die dritte Auferstehung sprechen, über den feurigen Pfuhl. Die Predigt heute behandelt den Ärger, die Wut, aber sie hat sehr wohl Bezug und kann als Einleitung gedacht werden für künftige Predigten über die dritte Auferstehung. Ärger ist eine sehr ernste Sache. Nun, ich weiß, es gibt natürlich gerechten Ärger, einen Ärger, der sogar auch bei Gott zu sehen ist. Aber wie wir erkennen werden heute, ist der Ärger des Menschen in den meisten Fällen, ich möchte fast sagen in so gut wie allen Fällen, kein gerechter Ärger. Im Gegenteil, wir werden klar und deutlich aufgefordert, mit diesem Ärger auf richtige Weise umzugehen, aber nicht so, wie uns das Ärgermanagement sagt, sondern so, wie uns dies die Bibel sagt. Zunächst einmal wollen wir uns ein paar Stellen anschauen, die sich mit Ärger, mit Wut ausbrechen und Ausbrüchen beschäftigen. Zunächst einmal in Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 und in Vers 20. Da wird klar und deutlich gesagt, Jakobus Kapitel 1 und Vers 20, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Also der Zorn des Menschen, die Wut des Menschen, Wutausbrüche des Menschen sind keineswegs Gott gefällig. Und deswegen werden wir auch ermahnt, Folgendes zu bedenken in Jakobus Kapitel 1 und Vers 19. Da heißt es, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Bei uns ist es vielfach genau umgekehrt. Der wird nicht schnell gehört, sondern langsam gehört oder überhaupt nicht gehört. Und man wird dann sehr schnell zornig. Aber schauen wir uns einmal in Kapitel 3 an, Jakobus Kapitel 3 und die Verse 10 bis 12, was uns hier gesagt wird. Jakobus Kapitel 3, die Verse 10 bis 12. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Und natürlich ist der Fluch, das Fluchen, eine Konsequenz des Ärgers. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Nun, wenn wir ärgerlich sind, wenn wir Ärger haben in uns, dann werden wir mit einer salzigen Quelle verglichen. Und dann können wir kein süßes Wasser geben, keine süße Rede geben, keine Rede geben, die Ärger beschwichtigt. Im Gegenteil, unsere Rede wird dann dazu gebraucht, noch weiteren Ärger zu schüren. In Sprüche Kapitel 15. Sprüche Kapitel 15, da wird uns Folgendes gesagt in Vers 1. Sprüche Kapitel 15 und in Vers 1. Da heißt es, eine linde Antwort stillt den Zorn. Aber ein hartes Wort erregt Grimm. Eine linde Antwort stillt den Zorn. Aber natürlich in den meisten Fällen, wenn wir in gewissen Situationen sind, dann finden wir keine linde Antwort, dann finden wir nur harte Worte und die erregen dann noch, schüren dann noch weiteren Grimm, weiteren Zorn, weitere Wut. Nun, die Bibel warnt uns vor Ärger. Sie warnt uns vor Zorn, vor Wut. In Sprüche, Kapitel 16, da lesen wir Vers 32. Sprüche, Kapitel 16 und Vers 32, da heißt es, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Man muss sich selbst beherrschen.
Man muss, wie auch andere Übersetzungen es sagen, seinen eigenen Geist kontrollieren, regieren. Aber vielfach ist das natürlich nicht der Fall in Sprüche Kapitel 19. Da lesen wir in Vers 11, Sprüche Kapitel 19 und Vers 11, Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Und es ist seine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Schauen Sie, Klugheit wird mit Ehre hier gleichgesetzt. Der Ehre, Verfehlungen zu übersehen, nicht nachzuhaken, nicht immer auf Verfehlungen auszugehen, nicht gewisse Dinge, die vielleicht vor Jahren geschehen sind, wieder aufs Trapez zu bringen, sondern dies zu übersehen. Zu erkennen, dass wir andere Fehler haben, so haben wir auch Fehler. Und von daher nicht zornig werden, nicht ärgerlich werden, sondern langsam zum Zorn sein. Letztendlich, wenn es um den Zorn des Menschen geht, den gar nicht mehr haben. Darauf kommen wir noch zurück, wie dies überhaupt möglich sein kann. Nicht so, wie uns die Ärger-Management-Vorschläge es uns sagen. In Sprüche 21, da lesen wir Vers 19. Besser in der Wüste wohnen, als bei einem zänkischen und zornigen Weibe. Nun gut, das habe ich nicht geschrieben. Das lese ich Ihnen aber vor. Es ist sogar besser, fern zu sein, fern von allem, als mit einem zänkischen und zornigen Weibe zusammenleben zu müssen. Aber bevor sich jetzt die Männer brüsten und die Frauen sich zurückgesetzt fühlen, wird mich das gleiche auch über Männer gesagt in Sprüche, Kapitel 26. Und lesen wir Vers 21. Sprüche, Kapitel 26 und Vers 21. Da heißt es, wie die Kohlen die Glut und Holz das Feuer, so facht ein zänkischer Mann den Streit an. Also wenn Sie ein Feuer anzünden, sagen wir einmal, und nicht aufpassen, dann kann Ihr ganzes Haus in Flammen stehen. Und das wird jetzt verglichen hier mit einem zänkischen Mann, der Streit anfacht, wie man ein Feuer anfacht. Und dann natürlich unkontrolliert gibt es eine große Katastrophe oder kann es eine solche geben. Im Buch Prediger lesen wir Kapitel 7. Prediger Kapitel 7 und in Vers 9. Prediger Kapitel 7 und Vers 9, da heißt es sehr weise, sei nicht schnell, dich zu ärgern. Einige, die ärgern sich sofort, wie es so schön heißt, über die Fliege an der Wand. Sei nicht schnell, dich zu ärgern. Denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Nicht des gottgefälligen Menschen, nicht des Weisen, des Toren. Wenn Sie sich schnell ärgern, dann werden Sie mit einem Toren verglichen. Nun, wie ich sagte, es gibt diese Projekte, auch gerade hier in Amerika, über Anger Management, also dieses Ärger-Management-Konzept. Und ich habe mir hier einen Artikel vom Internet herausgeholt, von der American Psychological Association. Und wenn ich da schon anfange zu lesen, da muss ich schon gleich mit dem Kopf schütteln. Da heißt es nämlich zunächst einmal, Ärger ist ein komplett normales und gesundes menschliches Gefühl. Eine komplette, normale, gesunde menschliche Emotion. Und dann heißt es ein wenig später, ein gewisser Grad von Ärger ist nicht nur notwendig zu unserem Überleben, sondern sogar auch positiv. Das heißt hier, wenn man seinen Ärger zum Ausdruck bringt, dann ist das die gesündeste Art und Weise, mit Ärger umzugehen. Und dann wird mehr und mehr hiervon gesprochen. Das heißt, hin und wieder wird Ärger als etwas Negatives angesehen, aber das ist Verkehr, das kann durchaus sehr positiv sein. Und dann werden uns hier Lösungen angeboten, wie zum Beispiel, dass man Yoga betreiben soll, weil man dadurch sich besser beruhigt und so weiter und so fort. Ist das das, was die Bibel uns lehrt? Nun, die Bibel lehrt uns, wie wir jetzt sehen werden, etwas ganz anderes. Zunächst einmal, es ist schon richtig, wie wir auch sehen werden, dass Ärger eine ganz natürliche Sache ist, wenn man natürlich auf richtige Weise versteht, aber es ist nicht eine positive Sache. Nun, zunächst einmal Epheser Kapitel 4.
Epheser Kapitel 4 und lesen wir die Verse 26 und 27. Epheser Kapitel 4 und die Verse 26 und 27. Da heißt es hier in der Lutherbibel: Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorne untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Nun, das wird vielfach so aufgefasst, als ob man hier einen Freibrief zum Zorn habe. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Aber das ist nicht damit gemeint. Das ist nicht damit gemeint. Eine Warnung wird hier ausgesprochen. Es geht hier darum, dass man sehr aufpassen muss, wenn man ärgerlich wird. Zunächst einmal, dass man sich nicht dem Irrtum hingibt, das ist jetzt gerechter Ärger. Aber schauen Sie, selbst wenn es gerechter Ärger wäre, sagt uns die Bibel hier, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und so werden hier einige Kommentare, die ich mir auch herausgesucht habe, in dieser Beziehung kommen sie der Wahrheit relativ nahe. Es heißt hier in der Philips-Übersetzung, und das ist mir eine Interpretation, und die gefällt mir sehr gut: Wenn du ärgerlich bist, wenn du zornig bist, dann stelle fest und mach sicher, dass es nicht aufgrund von verwundetem Stolz oder Jähzorn geschieht. Gehe niemals ins Bett, wenn du noch ärgerlich bist, denn dann gibst du dem Teufel die Möglichkeit, in dein Leben einzugreifen. Und es wird hier mehr und mehr in diesen Übersetzungen auch gesagt, dass es kein Freibrief ist zum Ärger, sondern wenn man ärgerlich ist, dann sollte man auf alle Fälle sehr aufpassen, dass nicht weitere Schritte erfolgen. Ja, die Bibel sagt uns in den Sprüchen, Kapitel 3 und Vers, oder Kapitel 8 und Vers 13, etwas, was ich jetzt gar nicht aufschlagen will, dass man sehr wohl sogar das Böse hassen soll. Das Böse schon, aber nicht den Bösen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ein wesentlicher Unterschied. Aber schauen wir uns Psalm 37 an. Psalm 37 und Vers 8. Psalm 37 und Vers 8. Da heißt es: Stehe ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Entrüste dich nicht über den Übeltäter, in dem Sinne, dass man jetzt ärgerlich wird, vielleicht auch, wie wir sehen werden, neidisch wird, die Gerechtigkeit Gottes anzweifelt. Denn der Psalmist sagt uns hier: Wenn du das tust, dann bist du in der Gefahr, Unrecht zu tun. Wir mögen meinen, dass unser Ärger gerechtfertigt ist, weil jemand anderes etwas Falsches getan hat oder weil er uns verletzt hat. Aber wenn wir nicht sorgfältig sind, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir unseren Ärger weiter und weiter über uns herrschen lassen, wenn wir nicht sofort mit diesem Ärger umgehen, dann kann Satan in der Tat in unser Leben eindringen und Dinge mit uns tun, uns zu gewissen Dingen inspirieren, die wir keineswegs tun dürfen und sollten. In Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12 lesen wir die Verse 19 bis 21. Römer Kapitel 12 und die Verse 19 bis 21. Da heißt es: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Gott hat den absolut gerechten Zorn, den objektiven Zorn. Uns wird hier gesagt, wir sollen nicht an die Stelle Gottes treten, sondern es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Was wird hier gesagt? Zunächst einmal, wenn wir uns selbst rächen, dann begehen wir das Böse. Wenn wir uns weigern, unseren Feind sogar zu essen zu geben und ihn zu tränken, dann begehen wir das Böse. Wir sollen genau das Gegenteil tun. Wir sollen uns nicht rächen, wir sollen Raum geben für den Zorn Gottes. Und wir sollen sogar unseren Feind helfen, ihn tränken,
ihm zu essen geben. Und das ist das Gute. Wenn unserem Feind, wie viel mehr unserem Freund. Ich habe Situationen kennengelernt, wo sogar Ehepaare für Wochen nicht miteinander gesprochen haben, weil sie zornig aufeinander waren. Das ist genau im Gegensatz zu dem, was uns die Bibel sagt. Das heißt, ihr sollt noch nicht einmal ins Bett gehen am gleichen Tage, wenn ihr zornig seid. Ihr sollt euch versöhnen. Versöhnen. Aber schauen Sie, das ist das Problem, wenn man es nicht tut. Dann begeht man das Böse. Und wie wir sehen werden, wenn das nicht überwunden wird, dann werden die, die diese Dinge begehen, nicht das ewige Leben erhalten. Nicht in das Reich Gottes kommen. In 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2. Und lesen wir Vers 8. 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 8. So will ich nun, sagt Paulus zu Timotheus, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Wenn sie beten, und es gilt nicht nur für die Männer, es gilt natürlich auch für die Frauen und sogar für die Kinder und die Teenager, wenn die bereits schon das richtig verstehen, dann haben sie keinen Zorn, wenn sie beten, dann haben sie keinen Zweifel, auch Zweifel daran, dass es vielleicht doch nicht unbedingt falsch sein muss, zornig zu werden. Nein, man soll auf die richtige Weise zu Gott sprechen, denn nur dann, mit der richtigen Einstellung, nur dann kann man eine Antwort erwarten. Wenn man zweifelt, dann sagt uns Jakobus, dann glaubt man nicht oder soll man nicht glauben, dass man eine Antwort erhält. Aber das Gleiche gilt auch für Zorn. Wenn Sie mit zornigem Herzen, mit ärgerlichem Herzen zu Gott beten und ihn jetzt um Gefälligkeiten bitten, sagen wir einmal, dann können Sie keine Antwort erwarten. Nun, wie wir noch sehen werden, wenn man zornig ist, soll man zu Gott beten. Aber auf richtige Weise. Auf richtige Weise. Der Moses, der war für seinen Ärger bekannt. Wenn es eine Person in der Bibel gibt, vielleicht im Alten Testament, die mit Ärger und Zorn und Wutausbrüchen assoziiert werden könnte, dann wäre das in der Tat unter anderem natürlich Moses. Und Moses hatte auch göttlichen Ärger, gerechtfertigten Ärger. Natürlich hatte er den, aber er hatte eben auch den Ärger des Menschen, den Zorn des Menschen. Und manchmal scheint es so, dass er nicht die beiden so richtig voneinander unterscheiden konnte. Und dann gab es natürlich sehr große Schwierigkeiten. Die Lektion für uns ist, dass wenn wir ärgerlich werden, dann müssen wir sofort beginnen zu erkennen, dass dieser Ärger aller Wahrscheinlichkeit nach kein göttlicher Ärger ist. Aber selbst wenn er göttlicher Ärger ist, auch dann müssen wir ihn bezwingen. Wir werden noch sehen, wie das möglich ist. Denn sonst wird es mit Sicherheit ungerechten Ärger geben und damit Sünde. Im 2. Buch Mose, Kapitel 16. 2. Buch Mose, Kapitel 16. Und lesen wir einmal Vers 20. Lesen wir ein wenig hier jetzt über Mose. 2. Mose 16 und in Vers 20. Es ging hier darum, dass Gott das Manna, das Brot vom Himmel, den Israeliten gab. Und ihnen wurde auch gesagt, aber ihr sollt nicht das über Nacht behalten, sondern ihr sollt den Glauben haben, dass ich euch jeden Morgen neues Manna schenken. Und einige haben es natürlich nicht getan, hatten den Glauben nicht, haben das Manna über Nacht behalten. Und da heißt es hier in Vers 20, aber sie gehorchten Mose nicht, 2. Mose 16, Vers 20, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend, und Mose wurde zornig auf sie. Nun, das scheint hier in gewisser Weise gerechter Ärger zu sein, obwohl er hätte mehr zornig werden sollen über das, was sie taten. Nun, es gibt aber weitere Beispiele, wo es keineswegs mehr gerechter Ärger war, oder zumindest eine Kombination, die ihm aber gleichwohl zur Sünde gereichte, zum Beispiel in 2. Mose 32, 2. Mose 32, die Verse 15 bis 20. 2. Mose 32 und Vers 15, hier geht es natürlich um das goldene Kalb. Mose war oben auf dem Berg, erhielt die 10 Gebote. In der Zwischenzeit haben die Menschen drunten Götzendienst betrieben und so weiter und so fort. Und es heißt hier in Vers 15, in 2. Mose 32, Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten. Vers 16, und Gott hatte sie selbst gemacht und selbst die Schrift eingegraben.
Und als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, da sprach er zu Mose, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Und Mose antwortete, es ist kein Geschrei wie bei einem Sieg, es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage, ich höre Geschrei wie beim Tanz. Und als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, da entbrannte sein Zorn. Und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Nun, niemand hatte ihm gesagt, dass er jetzt die zwei Tafeln mit den 10 Geboten, die ja von Gott stammten, auf die Gott nun die Gebote geschrieben hatte, dass er die jetzt zerbrechen sollte. Das war jetzt sein Zorn, sein menschlicher Ärger, der ihn dazu motivierte, dies zu tun. Und Gott macht auch klar, dass dies keineswegs gerechtfertigter Ärger war, denn in 2. Buch Mose Kapitel 34, da sagt Gott in Vers 1 zu Mose, 2. Mose 34, Vers 1, und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Also hier wird dem Mose deutlich gemacht von Gott, dass das keineswegs im Sinne Gottes gewesen war. Jetzt musste die ganze Prozedur noch einmal von vorne beginnen und er musste noch einmal 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg sein, ohne Essen und ohne zu trinken. Nun, das klassische Beispiel natürlich findet sich in 4. Mose Kapitel 20. 4. Mose Kapitel 20 und lesen wir angefangen Vers 1. 4. Mose Kapitel 20, angefangen Vers 1. Es geht hier um das Haderwasser, wie es hier heißt. Die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk lagerte sich in Kadesh und Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, die starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Die waren jetzt schuld daran, dass die jetzt kein Wasser hatten. Und das Volk haderte mit Mose. Besser übersetzt, die wurden jetzt mit Mose ärgerlich. Die wurden voller Wut und Zorn gegenüber Mose und sprach, dieses Volk sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in die Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesen bösen Ort, wo man nichts sehen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Vers 6. Und da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür der Stiftshütte und fielen auf das Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Vers 8, nimm den Stab, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben. Und so sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihn geboten hatte, und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, höret ihr Ungehorsamen oder ihr Rebellen? Werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Nun, Mose hatte das nicht von Gott empfangen. Er hatte von Gott die Anweisung erhalten, er soll zu dem Felsen reden. Aber jetzt in seinem Ärger, in seinem Zorn, in seiner Wut, da schlägt er jetzt den Felsen zweimal. Ja, sicherlich, da kam Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Aber der Herr sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten. Darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Ist natürlich auch symbolisch mit zu verstehen, der Fels stand für Jesus Christus. Also hier hat jetzt Mose nicht nur zu Christus gebeten, er hat ihn geschlagen, aus Ärger heraus, weil er sehr wütend war über die ganze Situation. Aber dies war eine Situation, die ihm großen Schaden bringen würde. In Psalm 106, da lesen wir die Verse 32 und 33. Psalm 106, die Verse 32 und 33. Und sie erzürnten den Herrn am Haderwasser, und Mose ging es übel um ihretwegen, denn sie erbitterten sein Herz, oder sie haben sein Herz wütend gemacht, dass ihm unbedachte Worte entfuhren. Also nicht nur unbedachte Taten, auch unbedachte Worte, weil er jetzt die Herrlichkeit, die er hätte Gott geben sollen, auf sich selbst bezog und sagte, wir werden euch jetzt dieses Wasser bringen. Können wir das nicht tun?
Und dann schlug er den Felsen zweimal. Und in 5. Mose Kapitel 32, 5. Mose Kapitel 32, die Verse 48 bis 52. 5. Mose 32, die Verse 48 bis 52. Und der Herr redete mit Mose am selben Tage und sprach: Gehe auf das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im Lande Moab gegenüber Jericho, und schaue das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Eigentum geben werde. Und dann stirb auf dem Berge, Aaron war mittlerweile schon gestorben, auf den du hinaufgestiegen bist, und lass dich zu deinem Volk versammeln, wie dein Bruder Aaron starb auf dem Berge Hor und zu seinem Volk versammelt wurde, denn ihr habt euch an mir versündigt, unter den Israeliten bei dem Haderwasser zu Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht heiligtet inmitten der Israeliten. Denn du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe, aber du sollst nicht hineinkommen. Und Mose war es versagt aufgrund seines Ärgers, seines Zornes, seines Wutausbruches, der dann dazu geführt hatte, dass er sich an Gott versündigte, ihm nicht die Ehre gab, die Herrlichkeit für sich in Anspruch nahm. Christus zweimal schlug sozusagen. Deshalb durfte er nicht in das gelobte Land gehen, dieses physische gelobte Land. Aber die Lektion für uns ist ja klar. Wenn wir unseren Ärger nicht überwinden, unseren Zorn, unsere Wutausbrüche, werden wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Wir werden nicht das ewige Leben ererben. Mose hat das ewige Leben ererbt. Er hat bereut, bitterlich bereut, was er getan hat. Gleichwohl hat Gott gesagt, aber dein Ärger hat Konsequenzen. Du kannst nicht ins gelobte Land einziehen. Aber für uns, wenn wir unseren Ärger nicht bereuen und wie wir noch sehen werden, ablassen davon, ihn überwinden, dann werden wir nicht ins Reich Gottes kommen. Denn schauen Sie, es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo zunächst einmal uns gesagt wird, dass es Gottes gerechter Ärger ist, der mit dem Ärger der Menschen umgehen wird. In Offenbarung Kapitel 11, da lesen wir Vers 18. Offenbarung Kapitel 11 und Vers 18, da heißt es: Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn, und die Zeit, die Toten, besser die Völker, zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Wie es heißt, geben wir Raum für den Zorn Gottes, geben wir Raum für Gottes Rache sogar. Gott wird zu seiner Zeit auf die beste Weise mit diesen Dingen umgehen. Wir brauchen es nicht. Wir brauchen uns nicht an die Stelle Gottes zu setzen. Wenn wir es tun, werden wir ohnehin kläglich versagen. Und wir lesen auch, dass Gott sehr geduldig ist. Man könnte sagen, er ist nicht schnell zum Zorn. Im Psalm 145, Psalm 145, lesen wir Vers 8. Psalm 145, Vers 8. Geduldig oder gnädig und barmherzig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Also gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Geduld ist das Gegenteil von Zorn. Wenn man geduldig ist, dann ist man auf jeden Fall langsam zum Zorn. Und das wird uns auch in Sprüche, Kapitel 15, gesagt. Sprüche, Kapitel 15 und in Vers 18. Sprüche, Kapitel 15 und Vers 18. Ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Sind Sie ein geduldiger Mensch, der den Streit schlichtet? Oder sind Sie ein zorniger Mensch, der sogar Zank anrichtet? Gott ist geduldig, sehr langsam zum Zorn. Und wir lesen auch etwas weiteres in Micha Kapitel 7. Micha Kapitel 7. Und lesen wir Vers 18. Micha Kapitel 7 und Vers 18. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig? Halten Sie an Ihrem Zorn ewig fest oder für eine gewisse Zeit fest?
dass die Sonne untergeht über ihrem Zorn. Wenn Sie Probleme haben mit anderen, bringen Sie die Probleme immer wieder hoch. Sprechen Sie immer wieder über das, was vor vielen Jahren vielleicht geschehen sein mag. Und die anderen mögen möglicherweise bereits schon bereut haben, ihnen wurde die Sünde vergeben. Aber sie sind nach wie vor nachtragend, tragen denen die Sünde hinterher. So ist Gott nicht. So dürfen wir als seine Jünger auch nicht sein. Nun, als Eltern müssen wir aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. In Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6. Und lesen wir Vers 4. Epheser Kapitel 6 und Vers 4. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, einige führen dies zu weit. Und die sagen, oh, es darf niemals in irgendeiner Form das Kind in irgendeiner Weise bestraft werden, denn wenn man das Kind bestraft, dann wird das Kind zornig und dann, damit reizt man das Kind zum Zorn. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Wenn Dinge vorliegen, die Bestrafung verdienen, dann müssen die Eltern die Kinder bestrafen. Und das kann auch natürlich körperliche, physische Bestrafung mit beinhalten. Das ist das, was die Bibel sagt, auch wenn die Menschen da, diese Psychologen, anderer Ansicht sind. Aber etwas ist sehr wichtig hier zu begreifen. Wir sollen sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn erziehen. Wir sollen also gerade, dass die Kinder, wenn sie zornig sind, und die können zornig werden, dass die ihren Zorn auch überwinden. Die Eltern müssen damit helfen. Deswegen, man darf die Kinder niemals im Zorn in irgendeiner Form bestrafen, sondern es muss in Liebe geschehen. Wenn Gott uns bestraft, tut er es in Liebe. Wenn wir als Eltern unsere Kinder bestrafen, müssen wir es in Liebe tun. Das bedeutet und beinhaltet, dass wir zunächst einmal den Kindern erklären müssen, in Liebe erklären müssen, in Freundlichkeit erklären müssen, dass wir sie jetzt bestrafen müssen, weil sie etwas Böses getan haben, was Bestrafung verdient, und dass sie ihre Lektion erhalten und beherzigen. Und wenn dann die Bestrafung erfolgt ist, sie wieder in die Arme nehmen und ihnen sagen, okay, ich habe das getan, weil ich dich liebe, ich habe es getan, damit du deine Zornausbrüche, deine Rebellion gegenüber den Gesetzen, die wir als Eltern erlassen haben, damit du die bereust, damit du aufhörst, dies zu tun. Wenn sie es im Zorn tun, dann werden sie in der Tat ihre Kinder zu Zornausbrüchen reizen. Und das ist natürlich genau das Falsche, genau das Gegenteil von dem, was Gott uns hier sagt. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, wo Zornausbrüche, Wutausbrüche beschrieben werden und was die Konsequenz war. Zum Beispiel 1. Mose Kapitel 4. 1. Mose Kapitel 4 und die Verse 3 bis 8. 1. Mose Kapitel 4 und die Verse 3 bis 8. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde, von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an, und da ergrimmte Kain sehr. Der wurde sehr ärgerlich, sehr zornig, sehr wütend und senkte finster seinen Blick. Das ist das, was geschieht. Man ist zornig, dann ergrimmt man und dann senkt man finster seinen Blick. Und alle können sehen, dass man zornig ist, nur man selbst kann es vielleicht dann nicht erkennen in dem Augenblick. Und da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, Vers 7, wenn du fromm bist, wenn du gerecht bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Man soll auch den Geist des Zornes in sich beherrschen. Und da sprach Kain oder zankte Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Sein Zorn und sein Neid, seine Eifersucht, dass hier das Opfer von Abel angenommen wurde und das Opfer von Kain nicht, alles dies brachte ihn dazu, seinen eigenen Bruder zu töten. Wir werden heute schon als Christen Mörder genannt, wenn wir unseren Bruder oder irgendjemanden hassen. Dann sind wir bereits schon Menschenmörder. Also in diesem Falle war Kain aufgrund von Ärger, aufgrund von Zorn, aufgrund von Eifersucht, aufgrund von Neid nicht willens, seinem Bruder zu vergeben. Nicht willens, sein Bruder hat ja gar nichts getan, nicht willens,
das Lob, die Segnung, die sein Bruder erhalten hatte, von Gott anzuerkennen. Wir lesen auch in 1. Mose Kapitel 49, die Verse 5 bis 7. 1. Mose 49 und die Verse 5 bis 7. Hier werden die Segen und die Flüche über die Söhne von Jakob ausgesprochen, von Jakob selbst, der inspiriert war, dies zu tun. Und jetzt spricht er hier in 1. Mose 49, Vers 5 über Simeon und Levi. Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat, mein Herz sei nicht in ihren Versammlungen, denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gezähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Und was Simeon und Levi angeht, ist das heute noch der Fall. Sie sind heute nach wie vor in Israel und Jakob zerstreut, und man kann sie gar nicht mehr identifizieren, wo sie heute eigentlich genau sind. Der Zorn, der Grimm von Simeon und Levi hatte eine große Auswirkung auf alle ihre Nachfahren, ihre Nachfolger, ihre Kinder, ihre Kindeskinder. Machen Sie sich nichts vor. Ihre Zornausbrüche, ihre Wut wird ihre Kinder und ihre Enkelkinder beeinflussen. Natürlich auch ihren Ehepartner, ihre Eltern und so weiter und so fort, ihre Freunde. Und wenn ihre Wut nicht in Kontrolle gebracht werden kann von ihnen, dann werden sie am Ende auch keine Freunde mehr haben. Hier ein weiteres Beispiel, wie die aufgrund von ihrem Zorn Mord begangen haben und Tiere gequält haben. Wir kennen alle die Geschichte von Jona. Die will ich jetzt aus Zeitgründen gar nicht lesen. Ich habe ja eine ganze Predigt über Jona gegeben, das Buch Jona. Aber schauen Sie sich Jona Kapitel 4 an und die Verse 1 bis 11. Und Jona, dem war der Auftrag gegeben worden, die Nineviten zu warnen, denen zu sagen, in 40 Tagen wird ihre Stadt zerstört. Aber der wollte, dass die Stadt zerstört wurde. Und er war jetzt ärgerlich mit Gott, dass er nicht zerstörte, weil die Nineviten bereuten. Und dann hat er sich draußen vor die Stadt begeben, um noch zu warten, zu sehen, ob die vielleicht doch noch zerstört wird. Und dann gab ihm Gott eine Staude und da war er froh drüber. Und dann wurde in der Nacht die Staude durch einen Wurm angefressen und dann verdorrte sie. Und jetzt wurde er sehr ärgerlich und sehr wütend. Und Gott fragt Jona, ja, ist es richtig für dich, dass du so ärgerlich und wütend bist? Und Jona sagte, ja, du hast mir meine Freude geraubt. Jona war ärgerlich, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie er dachte, dass er handeln sollte. Und er war ärgerlich, dass die Bösen nicht zerstört wurden. Wir finden ein ähnliches Beispiel in Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15. Und es geht natürlich hier um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der verlorene Sohn, der geht aus und der verprasst sein ganzes Geld mit Huren und Nutten und mit anderen schlimmen Dingen. Und dann bereut er und kommt zurück und der Vater nimmt ihn auf und feiert mit ihm. Er ist froh, dass sein Sohn, der verloren war, wiedergekehrt ist. Aber sein älterer Bruder, dem passte das keineswegs. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 15 und Vers 25. Aber als der ältere Sohn, der war auf dem Feld, als er nahe zum Hause kam, da hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre, Vers 27. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Und da wurde er zornig. Er wurde zornig. Und er wollte nicht hineingehen. Und da kam der Vater sogar heraus und bat ihn doch hineinzugehen. Und er erklärte ihm, dass der Sohn, der jüngere Bruder, zurückgekommen war, bereut hatte und er sollte wieder aufgenommen werden. Aber der ältere Bruder, der war neidisch, der wollte das nicht. Er sagte, ich war die ganze Zeit bei dir und du hast für mich nie ein gemästetes Kalb geschlachtet, aber für deinen Sohn, nicht meinen Bruder, deinen Sohn, da hast du es getan. Er hatte Neid, Eifersucht, dass diesem jüngeren Sohn, der, wie er meinte, es gar nicht verdiente, dem wurde etwas Gutes getan. Und aufgrund von seines Zornes, seiner Eifersucht, seines Neides, war er sogar nicht willens, an dieser Festlichkeit teilzunehmen. In Johannes Kapitel 7 lesen wir über den Neid, die Eifersucht, den Zorn der Pharisäer Jesu Christi gegenüber. Johannes Kapitel 7 und lesen wir Vers 23. Johannes Kapitel 7 und Vers 23. Da heißt es, wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt. Das war ja damals so, da wurden die ja noch physisch beschnitten. War ja noch ein Gebot von Mose. Das wurde erst dann abgeschafft, als Christus starb.
Also wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen werde, was zürnt ihr dann mir? Was zürnt ihr dann mir? Warum habt ihr Zorn und Wut gegenüber mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Schauen Sie, die Pharisäer, die waren ärgerlich mit Christus, die hatten Zorn, natürlich auch aufgrund von Neid, weil nämlich die Menschen Christus jetzt nachfolgen und ihnen nicht so sehr. Aber die hatten Zorn, weil Christus den Sabbat nicht so hielt, wie sie meinten, er sollte gehalten werden. Die Pharisäer, die waren ja in ihren Traditionen verhaftet. Und die meinten, jeder müsse diesen menschlichen Traditionen so folgen, wie sie es sagen. Und Christus sagt, ihr habt aber mit ihren Traditionen aus dem Sabbat ein Joch gemacht. Und damit habt ihr sogar das Gebot Gottes, den Sabbat auf richtige Weise zu halten, abgeschafft. Um eure eigenen Traditionen halten zu können. So, und hier war es also so, dass Christus ihnen gezeigt hatte, was man am Sabbat tun kann. Der Sabbat musste nach wie vor gehalten werden, wie auch heute auch. Darum ging es ja nicht. Es ging nur darum, dass Christus ihnen zeigte, was man am Sabbat tun kann und was nicht. Und die wurden ärgerlich darüber, weil das nicht dem entsprach, was sie sich vorgestellt haben. Die Frage ergibt sich jetzt und stellt sich jetzt für uns, wo kommt denn Ärger her? Was sind die Ursachen des Ärgers? Nun, ich sage schon mal Ursachen, weil nämlich da das der Buchstabe S in Ursache vorkommt. Und man kann die Ursache des Ärgers auf drei Worte reduzieren, wenn man das so will. Man kann die sich auch gut behalten. Es sind nämlich Worte, die dreimal mit S beginnen. Die erste Ursache des Ärgers ist Satan. Satan, ein sehr ärgerliches, zorniges Wesen. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 12, wiederum eine Stelle, die Sie sich nachher anschauen können, in den Versen 12 und 17, dass Satan, und das mag bereits schon stattgefunden haben, und wenn nicht, dann wird es sehr bald stattfinden, aus dem Himmel auf die Erde geschleudert wird, nachdem er das zweite Mal versucht hat, Gott von seinem Thron zu stürzen. Und er ist sehr zornig, wie es heißt, weil er weiß, dass seine Zeit nur noch kurz bemessen ist. Und dann heißt es später, dass er in seinem Zorn die Menschen, die die Gebote halten, verfolgt. Das können Sie in Offenbarung Kapitel 12 nachlesen, die Verse 12 und 17. Denken Sie daran, Satan wird mit einem hungrigen Löwen, einem brüllenden Löwen verglichen, der umherschweift, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Hier wird auch ein sehr zorniges Wesen beschrieben, ein hungriger Löwe, der darauf aus ist, sie zu verschlingen. Also Satan ist ein sehr zorniges Wesen. Er wird als der Mörder vom Anfang an beschrieben. Er ist derjenige, der zerstören will, der vernichten will. Das ist die erste Ursache für ihren Ärger. Satan, der will nämlich sie vernichten. Und er will, dass sie so zornig werden, wie er ist. Und damit ergibt sich bereits schon die zweite Ursache. Ärger kommt von uns selbst. Von uns selbst. Ärger ist ein Produkt der menschlichen Natur, die eigentlich Satans Natur ist, die wir angenommen haben, ohne es zu wissen. Deswegen sind diese Ideen der Psychologen, die sagen, dass also der Ärger ein natürliches Phänomen ist, natürlich in dem Sinne richtig, weil Ärger die menschliche Natur beschreibt. Aber es ist nicht etwas, was heilsam ist. Es ist nicht etwas, was uns gut tut. Es ist etwas, was abgeschafft werden muss. Schauen Sie, Satan hat, in den meisten Fällen geschieht das uns gegenüber unbewusst, Satan hat seine Gelüste, seine Gedanken, seine Gefühle in uns eingepflanzt. Wir haben sie übernommen. Wir haben sie übernommen, ohne zu wissen, wo sie herkommen. Und deswegen werden wir manchmal ärgerlich, emotional aufgeladen, ohne zu wissen, wo die Gefühle herkommen. Die kommen nicht von Gott. Die kommen von Satan und kommen aber auch aus unserer menschlichen Natur, die bereits schon eine Natur des Zornes geworden ist. Weil eben Satan seinen Zorn in uns hineingepflanzt hat, ohne dass wir es wissen. Schauen Sie, in Epheser Kapitel 2 wird uns gesagt, dass wir alle einmal vor unserer Bekehrung zornige Menschen waren. In welcher Weise auch immer. Epheser Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Da lesen wir, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Tot. Total fern von Gott. In denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams.
Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zornes von Natur aus. Wie auch die anderen. Wir waren Kinder des Zornes. Gottes Zorn schwebte über uns, aber nicht nur das. Wir hatten den Zorn Satans in uns aufgenommen, denn Satan wird ja als der Vater der Ungläubigen bezeichnet. Wir waren buchstäblich, ohne es zu wissen, Kinder Satans, von Satan gekidnappt worden sozusagen, entführt worden, unter seine Herrschaft gebracht worden. Und Gott hat uns von dieser Herrschaft befreit. Hat er das? Haben wir die Herrschaft Gottes über uns anerkannt? Oder sind wir nach wie vor Kinder des Zornes? Das dritte S, die dritte Ursache unseres Zornes, ist die soziale Umgebung. Die Gesellschaft, in der wir leben, in der wir groß geworden sind. Die Gesellschaft um uns herum, so wie die Welt eben lebt. Wir lesen in Sprüche Kapitel 22 eine sehr ernstzunehmende Warnung, die in gewisser Weise auch die Gesellschaft beschreibt. Die Menschen in dieser Gesellschaft beschreibt. Sprüche Kapitel 22 und lesen wir die Verse 24 bis 25. Sprüche Kapitel 22 und die Verse 24 und 25. Geselle dich nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem wütenden Mann. Du könntest auf seinen Weg geraten und dich selbst zu Fall bringen. Nun, es geht nicht darum, dass wir die Welt räumen sollten, das können wir nicht, aber wir sollen schon aufpassen, mit wem wir sehr enge Beziehungen haben. Und wenn wir sehr enge Beziehungen, sehr enge Freundschaft haben mit einem zornigen Mann, Gott sagt, hütet euch davor, mit einem zornigen Menschen, hütet euch davor, denn er könnte euch dahingehend beeinflussen, dass ihr diese gleichen Attribute in euer Leben verpflanzt und dann ebenso werdet wie der oder die und dann eben auch zu Fall kommt. Also das waren die drei Esses, sagen wir mal, Satan selbst und die soziale Umgebung, die die Ursachen sind für Ärger und Zorn und Wut. Dann erhebt sich natürlich jetzt die Frage, wie soll man dann nicht mit Ärger, Zorn und Wut umgehen? Wir kommen dann darauf zurück, wie man damit umgehen soll, aber zunächst einmal, was soll man nicht tun? Nun, einige versuchen, den Ärger zu ignorieren, ihre Wut zu ignorieren. Zu sagen, ja, ich bin ja gar nicht ärgerlich, ich bin ja gar nicht wütend, ich bin ja gar nicht zornig. Und jeder kann es sehen, wenn der Blick, der finstere Blick sich zu Boden kehrt. Aber sie selbst wollen es nicht anerkennen. Und natürlich, das führt nicht dazu, dass man seine Probleme löst. In Sprüche Kapitel 28, wir sind ja hier im Buch der Sprüche, Sprüche Kapitel 28 lesen wir Vers 13. Sprüche 28, Vers 13, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen, der wird nicht zum Erfolg gelangen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Also den Ärger zu ignorieren, hilft nicht. Man muss den Ärger schon als Ärger anerkennen und dann muss man verstehen, dass man ärgerlich ist und dann muss man dies bereuen und davon ablassen, davon später mehr. Aber es geht mir hier nur darum, zunächst einmal zu sagen, ignorieren hilft nicht. Andere versuchen, den Ärger zu unterdrücken, in sich aufzustauen. Und das kann zu einer Implosion führen, einer Explosion im Inneren. Und das kann dazu führen, dass man depressiv wird. Das kann dazu führen, dass man Krankheitsprobleme bekommt. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie man mit Ärger umzugehen hat. In Jeremia Kapitel 6 wird hier in gewisser Weise etwas insoweit beschrieben. Da wird nämlich zwar ein Problem anerkannt und gesehen, aber dann versucht man es dadurch in irgendeiner Form zu lösen, dass man nur oberflächlich es betrachtet. Oder man könnte sagen, unterdrückt. In Jeremia Kapitel 6 und Vers 14, da heißt es, die Priester, damals wie auch heute, die heilen den Schaden meines Volkes nur obenhin. Indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Sieh, die heilen den Schaden, die Psychologen, die heilen den Schaden des Ärgers vielleicht nach oben hin, indem sie sagen, ja, so Ärger ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht und ist ja auch vielleicht eine gesunde Reaktion und man kann das ruhig ein bisschen unterdrücken und, in den meisten Fällen sagen die uns sogar etwas ganz anderes. Die sagen,
verbalisiere ihn, explodiere. Und dann ist es für dich besser. Und das wäre die dritte Möglichkeit, wie man Ärger eben nicht behandeln soll, dass man eben seinen Ärger zum Ausdruck bringt, in sehr klarer Weise, wie ein Vulkan ausbricht. Denn damit zerstört man sich selbst und man zerstört damit auch andere. Und wie ich sagte, wenn man das tut, wird man über kurz oder lang alleine dastehen. Keinerlei Hilfe mehr haben von anderen Menschen und keinerlei Freunde mehr haben. Hosea Kapitel 8. Hosea Kapitel 8. Und lesen wir Vers 7. Hosea Kapitel 8 und Vers 7. Denn sie sehen Wind und sie werden Sturm ernten. Der Ärger wird sich weiterhin entladen und dann wird man auch als Reaktion Ärger empfangen. Und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer werden und man sät den Wind und man wird den Sturm oder den Sturmwind ernten. Deswegen, den Ärger aus sich herausströmen zu lassen, ist keine gute Idee. Wird nur zu Problemen führen. So, was dann aber sollten wir tun? Also wir haben gesehen, wo der Ärger herkommt. Wir haben gesehen, was man nicht tun sollte. Was sollte man dann tun? Und hier gibt es auch eine Eselsbrücke. Zunächst einmal möchte ich fragen, wie will man oder soll man den Ärger bewältigen? Und in dem Wort bewältigen steckt ja schon das Wort B oder vielmehr der Buchstabe B drin. Und es gibt auch wiederum drei Worte, die dies beschreiben können, die also auch alle mit B beginnen. Das kann man sich vielleicht dann leicht merken. Zunächst einmal der erste Schritt, bedenken. Bedenken, erkennen, anerkennen, was Ärger eigentlich ist. Wenn man nicht versteht, was Ärger ist, dann wird man auch nicht die Motivation haben, den Ärger abzuschaffen. Bedenken, was Ärger ist. Und was ist Ärger? Ärger ist ein Werk des Fleisches. Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5, und lesen wir die Verse 19 bis 21. Galater Kapitel 5 und die Verse 19 bis 21. Und da heißt es, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind. Und dann wird eine ganze Palette hier aufgeführt. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Zwietracht, oder zunächst einmal Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn wir unseren Zorn, unseren Zank, unsere Zwietracht, unseren Hader, unsere Spaltungen und so weiter und so fort nicht überwinden, werden wir nicht ins Reich Gottes kommen. Also zunächst einmal bedenken oder erkennen, was Zorn und Wut ist. So dann das zweite B, bereuen. Unseren Ärger bereuen, und zwar vor Gott bereuen. Ihm ganz spezifisch erklären, dass man sehr traurig darüber ist, dass man sich seinem Ärger hingegeben hat, dass man das abschaffen will, dass man davon wegkommen will, dass man aufhören will, dieses Falsche zu tun, dass man wirklich beginnen will, das Richtige zu tun. Im Psalm 32 lesen wir die Verse 1 bis 5. Psalm 32, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, wohl dem, der die Übertretungen vergeben hat oder dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, und wenden wir das hier jetzt auf Ärger und Wut und Zornausbrüche an, als ich verschweigen wollte, dass ich ein wütender Mensch bin, da verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Der wurde physisch krank. Der hat versucht, den Ärger zu unterdrücken. Schauen Sie, dadurch kam es zu einer Implosion, zu Depressionen, zu Krankheiten. Vers 4, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Selah. Darum, Vers 5, bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Dazu muss es kommen. Wir müssen die Sünde
bereuen. Zunächst einmal erkennen, dass es Sünde ist und sie dann bereuen. Bereuen, dass man ärgerlich ist, denn Ärger abschaffen wollen. Weg davon, kommen. Es ist eine andere Art und Weise zu beschreiben, was Charakter eigentlich ist, Charakterentwicklung. Charakter bedeutet zunächst einmal erkennen, was richtig und was falsch ist, sodann sich dazu entschließen, das Richtige zu tun, das Falsche nicht zu tun und dann auch das Richtige zu tun und das Falsche eben nicht zu tun, also das Gleiche, was wir erkannt haben, exekutieren. Und das mit anderen Worten haben wir hier schon wieder 3 E, Worte mit 3 E. Erkennen, entscheiden, exekutieren oder ausführen. Auch das ist wichtig, sich das vorzustellen, denn es geht nicht nur alleine um das Erkennen, es geht nicht nur alleine um die Entscheidung, das Richtige zu tun, man muss es auch noch tun, exekutieren. Und das Gleiche gilt jetzt für unsere Wut, das Gleiche gilt für unseren Ärger, für unsere Zornausbrüche. Wir haben erkannt, was Ärger ist. Wir bereuen Ärger. Mit anderen Worten, wir haben bedacht, Ärger ist Sünde, ist ein Werk des Fleisches. Wir bereuen es. Wir wollen es aufhören. Wir wollen geduldige Menschen werden. Aber wie schafft man das? Jetzt fehlt natürlich der dritte Schritt. Wie schafft man das? Wie bewältigt man das Problem? Es geht nicht nur darum, es zu kontrollieren. Es geht mit Sicherheit nicht darum, es zu ignorieren oder zu unterdrücken oder es zu verbalisieren. Nein, man muss es bewältigen. Wie bewältigt man es? Das ist jetzt das dritte B, wenn Sie so wollen. Nachdem man es bedacht hat, nachdem man bereut hat, ist es ohne diesen dritten Schritt, den ich Ihnen jetzt erklären möchte, unmöglich. Für jeden unmöglich, wirklich vom Ärger wegzukommen. Und dieser dritte Schritt, man könnte ihn auch wiederum, um ein Wort zu bekommen, das mit B beginnt, schlicht und einfach beten nennen. Aber es geht mir hier um ganz spezifisches Beten. Es geht mir darum, dass wir zu Gott beten müssen, dass wir Gott bitten müssen, uns den Heiligen Geist zu geben. Und zwar auf tägliche Weise bitten müssen, uns den Heiligen Geist zu geben. Denn der Heilige Geist alleine ist die Kraft, die uns ändern kann. Sie alleine können es nicht. Sie können sich nicht ändern, sie können andere nicht ändern. Letztendlich. Und wenn Sie versuchen wollen, auf eigene Kraft sich zu ändern, wenn Sie versuchen wollen, auf eigene Kraft Ihren Ärger oder Ihren Ärger, möchte ich sagen, abzulegen, werden Sie es nie schaffen. Können Sie es nicht schaffen. Sie brauchen dazu die Kraft des Heiligen Geistes in sich. Und wenn Sie den Heiligen Geist noch in sich nicht haben, aber der Heilige Geist mit Ihnen wirkt, dann kann er auch bereits jetzt schon Ihnen helfen. Aber Sie brauchen Gottes Geist, um die Hilfe zu erlangen, den Ärger abzulegen. Man muss natürlich seinen Ärger kontrollieren, man darf ihn nicht verbalisieren, aber es geht nicht nur um Kontrollieren. Es geht darum, dass man den Ärger sofort total aus seinem Leben verbannt, dass er aufhört zu existieren. Man muss ihn ausmerzen. Man muss ihn ablegen. In Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, das wird uns klar und deutlich gesagt. Es geht nicht darum, seine Wutausbrüche vielleicht zu lindern oder zu kontrollieren oder zu unterdrücken oder zu ignorieren. Kolosser Kapitel 3, und Vers 8. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbilde dessen, der ihn geschaffen hat. Mit anderen Worten, hier wird gesagt, tötet die Glieder, legt sie ab. In Vers 5 heißt es nun, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Also man soll sie abtöten, man soll sie ablegen, sollen gar nicht mehr weiter existieren. Zorn, Wut und so weiter und so fort, die sollen gar nicht mehr in unserem Leben existieren. Es geht mir natürlich jetzt hier um den ungerechten Zorn. Aber darum geht es mir ja heute, um den Zorn des Menschen. Aber wir können das nicht tun, auf uns alleine gestellt. In Epheser Kapitel 4.
Epheser Kapitel 4 und lesen wir die Verse 31 und 32. Epheser Kapitel 4 und die Verse 31 und 32. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien ferne von euch samt aller Bosheit. Ferne von euch. Es heißt hier dann in Vers 32, seid aber untereinander freundlich, sie, das ist das Gegenteil. Und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus, und lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Ich möchte hier in der Guten Nachricht einmal Epheser Kapitel 5 diese Stelle vorlesen. Die gefiel mir nämlich sehr gut, wie die das hier übersetzt haben. In Epheser Kapitel 5 und nur hier Vers 31, wo es hier heißt, Epheser Kapitel 4 und Vers 31 wollte ich vorlesen, wo es hier heißt, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, mit Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit euch nicht einander an. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Und dann heißt es in Vers 32, seid freundlich, hilfsbereit zueinander, verzeiht euch gegenseitig, auch Gott hat euch ja durch Christus eure Schuld vergeben. Aber wie gesagt, wie kann das geschehen? Von uns alleine heraus, auch wenn vielleicht der Wille da ist, der Wunsch da ist, und der muss natürlich da sein, aber wir haben die Kraft nicht dazu, es zu tun. Wir sollen zu Gott beten, dass er uns den Heiligen Geist gibt, uns diese Kraft gibt, den Ärger aus unserem Leben auszumerzen. Und wenn ich jetzt sage beten, dann meine ich nicht nur so ein allgemeines Gebet, ach ja, Gott, Vater, gib mir doch bitte den Heiligen Geist, sodass ich also keinen Ärger mehr habe. Nein, es geht ganz spezifisch darum, dass Sie im Gebet zu Gott über Ihr Problem detailliert sprechen. Zu sagen, okay, das habe ich getan, so habe ich mich verhalten, in dieser Situation, in jener Situation. Hilf mir zu erkennen, warum das falsch war. Hilf mir zu erkennen, dass ich die Kraft bekomme, es nicht mehr zu tun. Hilf mir zu erkennen, dass, wenn ich in eine solche Situation gelange, dass ich aufhöre, dies zu tun. Gib mir die Geduld, die Barmherzigkeit, den Willen zur Vergebung. Nimm den Ärger, den Zorn, die Wut von mir. Durch die Kraft eines Heiligen Geistes. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und Vers 13. Römer Kapitel 8 und Vers 13, da heißt es ganz klar. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, und wir hatten gesehen, Ärger, Wut, Zorn, das sind Werke des Fleisches. Wenn ihr danach lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Es muss durch den Geist Gottes geschehen. Der Geist Gottes in uns macht uns zu neuen, anderen Menschen. Wir müssen natürlich unseren Teil tun. Wir müssen natürlich zulassen, dass Gott uns ändern kann durch seinen Geist. Aber wir müssen begreifen, dass es nur durch den Geist Gottes geschehen kann. Nicht aufgrund eigener Kraft, nicht aufgrund eigener Macht. Die letzte Stelle, die ich heute lesen möchte, findet sich in Galater Kapitel 5. Und in Vers 16, Galater 5 und Vers 16, ich sage aber, lebt im Geist. Lasst Gottes Geist in euch wirken, erkennt an, dass es Gott ist, der in euch lebt. So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Wenn sie die Begierden des Fleisches, die ja von Satan kommen, die ja von uns selbst herauskommen, die ja auch von der Gesellschaft, der sozialen Umgebung heraus uns nahegebracht werden, wenn wir die leben, wenn wir denen folgen wollen, dann leben wir nicht im Geist. Dann haben wir noch nicht begriffen, dass wir alles dies ablegen müssen und dass wir es ablegen können, aber alleine nur durch den Geist Gottes, der uns gegeben ist, diese Kraft, die uns gegeben ist. So kurz zusammenzufassen, um Ihnen ein paar Schlagworte zu geben, um Ihnen das deutlich wirklich zu machen und hoffentlich eine Erinnerungsbrücke zu geben, wenn Sie sich vom Ärger konfrontiert sehen, begreifen Sie zunächst einmal die ersten drei Worte, die mit S beginnen, also der Ursprung von Ärger. Und das ist Satan, das ist Selbst, es kommt von Ihnen selbst heraus und es ist soziale Umgebung.
Okay, sie werden ärgerlich, denken sie dann, okay, Satan, selbst, soziale Umgebung. Wie können sie dann den Ärger bewältigen? Auch wiederum hier, bewältigen, ein Wort, das mit B beginnt. Auch wiederum die drei Bs, um die es angeht, um die es geht. Bedenken, was Ärger ist. Bereuen sie, dass sie diese Gefühle des Ärgers jetzt haben. Und beten sie. Auch in einer solchen Situation beten sie sofort zu Gott, dass er ihnen die Kraft gibt, nicht ärgerlich zu werden, nicht zornig zu werden, nicht zu Wutausbrüchen zu gelangen, nicht impulsiv zu handeln. Langsam die Sache angehen. Und dann können wir und werden wir den Ärger beseitigen. Ein anderes Wort noch, was mit B beginnt. Und das bedeutet, wenn man den Ärger beseitigt, jetzt haben wir drei Worte, die mit A anfangen. Wir müssen den Ärger ablegen, wir müssen den Ärger ausmerzen und wir müssen den Ärger abtöten. Und Sie können es nur durch den Heiligen Geist Gottes. Und denken Sie daran, Sie müssen es. Wenn Gott Sie berufen hat, wenn Gott mit Ihnen arbeitet, müssen Sie schon jetzt sich darauf konzentrieren, diese Prinzipien in ihrem Leben anzuwenden und nicht mehr ärgerlich zu werden und Gott zu bitten, ihnen die Kraft zu geben, den Ärger auszumerzen. Aber wenn sie den Heiligen Geist Gottes in sich haben, dann ist das heute ihre einzige Gelegenheit zum Heil. Und sie werden das Heil nicht erlangen, wenn sie ihren Ärger nicht ausmerzen aus ihrem Leben. Aber Gott verspricht ihnen, dass sie es können und werden, wenn sie sich an Gott um Hilfe wenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.